Und was ich heute mitgenommen habe aus meinem ersten Modeljob, kann ich, glaube ich, in 5 Punkte unterteilen. Mein erster Modeljob. Hallo Leute, ich wurde gebucht als Model in Darmstadt und da muss ich mit dem Auto hinfahren, weil in ganz Deutschland Bauern auf den Straßen sind aktuell. Dieser ganze Job dreht sich eigentlich nur um meine Haare, weil mit dem Gesicht kommst du nicht so weit. Und ein P*** ist es auch nicht. Ich melde mich morgen früh einfach, weil... Ah, was muss ich denn noch machen? Was brauche ich noch? Gesichtspeeling. Ein Peeling, damit meine Haut morgen ziemlich schick ist. Das zeige ich euch alles gleich. Ja, gib mir. Oh! Und mein erster Modeljob, Film ab. Geile Effekte. Und was ich alles mitnehme, das zeige ich euch jetzt. Frische Unterhosen, angenehme Paar Socken, ein paar meiner besten Schuhe, Isoclear und ein Shaker für den Eiweißbedarf. Hygienezeugs ist drin. Dann brauche ich noch ein Ladekabel. Ich werde wahrscheinlich lernen müssen, ein bisschen. Ansonsten muss ich in 3 Stunden aufstehen, um loszufahren. Nö. Guten Morgen. Das Problem ist, dass man im Vergleich zu Köln aktuell in der Antarktis Urlaub machen könnte auf einer Liege. Weil es hier saftige -7 Grad sind und... Fahr ich aber gar nicht. Ich melde mich im Auto. Boah, ich war gerade draußen pinkeln und 7:09 Uhr, -6,5 Grad. Dieser Winter zeigt einfach, was es heißt zu leben. Verdammte Axt, wo ist denn jetzt mein Getränkebecher? Das Ding ist bei dem Job heute ist noch, dass ich mich dazu einverstanden erklären lassen habe, dass ich mir meine Haare ein bisschen schneiden lasse. Weil dann werde ich nicht nur dafür bezahlt, dass ich die Haare schneiden lasse, sondern ich bekomme auch noch einen Haarschnitt for free. Versteht ihr diesen Business-Gedanken? Wenn ich mit Rap dann mit 100 anderen Businesses. Letzter Ausfahrtcheck. Zack, Junge, wie gut kann man riechen? Und heute findet nur der Haarschnitt statt, also die Vorbereitung für morgen, für das Shooting selbst. Ja, ich habe jetzt mal meine iPhone-Kamera mitgenommen, um nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Also falls ich da irgendwas filmen kann, werde ich es filmen. Ansonsten muss ich es, glaube ich, diskret halten. Ich habe auch so ein Ding unterschrieben. Geheimhaltungserklärung und ja. Herausgefunden, mir werden die Haare ein bisschen gefärbt. Ach du Scheiße. So, jetzt wird mir die Farbe aufgetragen. Ziemlich aufregend alles. So, jetzt wurden mir die Haare gefärbt, also getönt. Abgeschnitten wird da nichts. Und dann bin ich hier im Zeitplan. Und dann schaue ich mal. Und jetzt habe ich erst in 3 Stunden wieder die Präsentation meines Ergebnisses. 18 Uhr scheinbar Drehschluss. Morgen früh um 8.30 Uhr treffen. 8.45 Uhr hier. Traumhaft. Geil. Ich habe jetzt den 6. Kaffee-Intus, gleich Herzinfarkt. Let's go. Ich mache nämlich so einen Vlog vom heutigen Tag. Da versuche ich halt alles Mögliche reinzubasteln. Hat heute Morgen um 5 Uhr angefangen. Also folgendes, ich wurde jetzt geschminkt und ich werde vor der Kamera jetzt irgendwie hantieren müssen. Bisschen dancen, mansen, romansen, nur noch faxen. Leute, gucken schon. Aber egal, wir sind Milben auf einer Pflaume. Ja, ich versuche gleich noch ein feines Thumbnail zu machen. Wir sind Profis. Jo, möchtest du was trinken? Gar nicht.
Ja, also der zweite Shot ist jetzt fertig. Ich habe mich ein bisschen wohler gefühlt, weil das Outfit ist ein bisschen nach meinem Geschmack. Abonnieren, favorisieren und euren Crush markieren. Genau, fast vergessen. Peace. Feierabend. Ich bin ein bisschen früher rausgekommen, weil ich war ziemlich früh fertig und so sehe ich halt aus. Wie ein richtig geiler F***. Jetzt ins Hotel einchecken, weil das wurde mir gebucht. Ui. Habe ich ein Zimmer. Auf Vitali Weber. Voll gut, Ihre Mail, Schneider Weber. Ja, danke. We made it. We f***ing made it. Extrem. Da ist es. No, you have a nice day. You have a nice day. Putz, putz. Putz, Digga. Putz, Digga. Wir haben jetzt 10 Uhr abends und ich bin seit 5 Uhr morgens wach. Wir sind von Köln nach Darmstadt, haben bestimmt 10 Stunden Model-Ding gemacht. Dann war ich jetzt beim Training. What a, was für ein aufregendes Leben führen wir eigentlich. Und was ich heute mitgenommen habe aus meinem ersten Model-Job, kann ich in 5 Punkte unterteilen. Punkt Nummer 1. Man verbringt unheimlich viel Zeit damit zu warten, bis der nächste Schritt beginnt. In dem Zeitablauf, der sowieso über Bord geworfen wird, weil nichts passt. Punkt Nummer 2. Pflegt die Haut am Vorabend und geht morgens vor dem Dreh oder Shooting duschen, damit ihr nicht so stinkt wie ich, weil das ist echt unangenehm. Punkt Nummer 3. Verpflegung ist meistens umsonst. Oh. Punkt Nummer 4. Es heißt nicht unbedingt, dass man in Paris, New York, Mailand auf einer Fashion Week läuft oder so. Kann auch gut sein, aber es kann auch gut sein, dass man in Darmstadt für Haarprodukte die Haare färben lässt und in einem Videoclip mitspielt. Kann alles sein. Und ein Porn ist es auch nicht. Still Modeling. Punkt Nummer 5. Model werden ist ganz einfach. Ich würde am liebsten eigentlich ein Video machen, wie es dazu kam, dass ich Model oder beziehungsweise den Job jetzt bekommen habe. Sekunde. Hallo Sven? Hast du Bock, Model zu werden? Let's go, ich bin auf dem Weg.